Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen LEGO Racers LP. Natürlich wieder mit unserem Sparky, unserem Mr. X hier auf diesem nicen Car und wir gehen ins nächste Gebiet. Ja, ich glaube, es ist dieses Gebiet. Wisst ihr was, ich spoilere jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist das arktische Gebiet. Oh, nein, Fail. Nein, nochmals Fail, oder auch nicht. Also wir kommen ins Frostlund auf Lego, glaube ich. Ich bin mir nicht, ja, das ist das Frostlund. Und wir fahren selber Helikopter. Hi Mr. X, sieht aus, als hättest du genug goldene Steine beisammen, um in die Arktiswelt zu kommen. Möchtest du jetzt dorthin? Ja, natürlich wollen wir dahin. Plop, 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 plop. That face. Viel Glück, Mr. X. Danke. Ich weiß aber nicht, warum wir mit dem Rettungsflugzeug oder Helikopter fliegen. So, das ist die arktische Welt. Ganz nett gemacht. Und natürlich hat es ein Helikopter Platz. Und da direkt landen, einfach zu Mainstream ist, fahren wir oder fliegen wir gleich noch ein bisschen weiter. Und die Inuits, Eskimos, darf man ja nicht mehr sagen, freuen sich auf uns. Mit dem Eis ist nicht zu spaßen, Mr. X. Du brauchst eine neue Karre. Ja. Ich zeige euch alle, aber ich habe schon da auch natürlich meine Karre. Und zwar diese hier. Ich habe einfach immer da meine Karren, weil ich will nicht etwas anderes machen. Das ist also das Arctic Wild. Genau, stimmt genau, mein Freund. Hinter jedem Tor ein Rennen und ich bin immer für dich sauber, wenn du mich brauchst. Du weißt ja, wenn du die Welt erforschst, kannst du dir eine Menge Dinge finden. Ich werde daran denken, wenn ich Hilfe brauche. Komm ich dich besuchen. Vielen Dank, Sparky. Keine Ursache, Mr. X. Viel Glück. Und der Sound dieses Gerätes ist doch auch schon Hammer. Oder dieses Schlitten oder was auch immer. Oh, schneit. Die Poststraße ist eng und kurvig, Mr. X. Fahr schön vorsichtig, bis es wieder bergab geht und dann gib richtig Gas. Eben, der Schnee behindert wirklich ein bisschen. Und die Sicht ist wirklich schlecht. Oh, wo ist mein Headstart, Leute? Das war jetzt weh. So, das erste Mal hatte ich glaube ich keinen Headstart. Oh. So. So, dann gehen wir mal auf den 6. So. Diese Straße hier drauf ist auch noch ein bisschen kritisch. So, Frisky, da können wir eigentlich alles nicht gebrauchen. 100, 110, ja. Dann da müssen wir auch aufpassen auf diese Eislöcher. Ui! Da die auch ziemlich gefährlich sind, weil wenn wir da reinfliegen, ey! Ey! Es geht! Wow, das ist dann eine kurze Strecke, Leute. Aber es ist nicht so einfach vielleicht, wie sie jetzt aussieht. Weil der Schnee, er behindert wirklich ein bisschen. Und meine Gegner sind doch auf dem Fuß. Nee, bitte nicht. Nicht nochmals, nicht nochmals. Ah. Sie sind am Nerven, die Gegner. So, das nächste Mal werden wir... Nee, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Oh mein Gott. Okay, wir nehmen es auf, Leute, wir nehmen es auf. Weil hier vorne ist die... bekommen wir wieder unser Auto. Oh mein Gott, was war das? Das war Pech, Leute. Das war wirklich Pech. So, wir sind zweiter schon wieder. Das ist gut.
Frisbee bringt es leider nicht. Ah, ich sehe ihn. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Bleifuß. Bleifuß, Mr. X. Ah. Frisbee ist einfach zu weit entfernt für diese Distanzen. So, komm, wir wollen einen Hund. Ah, knapp. Ja, wow, nice. Sauber, Leute. Ah, wir sind schon wieder ganz perfekt. Wow, wir haben doch noch gewonnen. Nice. Wow, hätte ich nicht gedacht, ganz im Ernst. Gut gefahren. Bisschen Pech, aber ja, das gehört dazu. So, schöne Schneeatmosphäre, Schweizer. So, dann machen wir mal diese. Oh, ich erinnere mich auch an diese Strecke, natürlich. Durch das Eislabyrinth gibt es mehrere Routen, mein Freund. Finde heraus, welche die schnellste ist. So. Das Eislabyrinth ist, ja, soll ich mal sagen, ja, ein bisschen schwer. Oh, fuck. LOL, ist ja Eis. LOL. Oh mein Gott. Ich habe mich jetzt so konzentriert auf den Pfeil, Leute. Nee, Wirbelsturm. Oh, nee. So, aber da können wir auch immer wieder die Zeit gut machen in diesem Eislabyrinth. Weil es ist ziemlich einfach, dieses Eislabyrinth. Ja, schlecht, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. So, dann, ah, die anderen sind dort. Ja, okay, das sehen wir schon. Sollte nämlich sein zum Aufholen auf jeden Fall. Oh, ui, ja. Das war auch knapp. Und sich so in diesen Abschlag von einem hängt. So. Nicht schon wieder! Super, und es hat genau nichts gebracht. Nee, nicht der 8. wollen wir ziehen. Nee. Boah! Mein Gott! Wisst ihr was? Wir müssen? Nee! Oh Leute, Leute, wo sind die alle? Ich hoffe, nee, ich bin immer noch 14, das ist nicht gut. So, weg mit dir. Oh, sauber! Wir sind Zweiter. Danke, dass du laufen musst. So, gehen wir noch ein bisschen was. Also mit dieser Brücke habe ich es ja bis jetzt immer versaut, Leute. Immer, immer, immer. Immer, ja. Immer, wirklich immer. So, ich überhole jetzt den schnell. Ich behalte meine Donnerwolke sozusagen. Sauber, das war mein Ziel. Aber auch nicht. Oh ja. Ich glaube, das sollte doch noch etwas weggehauen haben. Oh lol, wir überrunden einen, Leute. Wir überrunden einen. Spaß. Immer am Schnee flugen. Oh, ich muss an meinem Handy aufschauen. Das ist nicht gut. Ich nehme eben mit dem Handy auf, darum ist... Oh, oh Mann, Eis ist rutschig. Nein! Oh mein Gott, Leute. Uiuiui. Ui, ui. Kurze Sekunde mal aufs Handy geschaut und weg. Ui, das war Glück. Uiuiui, ui, das war eine glückliche Folge, müssen wir sagen. So. Ah, nicht schlecht. Gut, dann wär's das für dieses LP. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!